Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen wieder LS15 auf der Map Hof Bergmann und ja, bei mir sind der Pixelspaß. Hallo. Der Sachsen Let's Player. Das war enttäuschend. Und der letzte kommt, das Beste kommt zum Schluss. Und der McManus. Hi Leute. So, und der Freezy. Ja, und ich. Bis da. So. Ich schmähe hier immer noch wie ein Mann, Randy, ich weiß nicht, was los ist. Sammelst du noch rein oder? Ich sammle unten rein, beziehungsweise lade jetzt gerade wieder aus und komme jetzt gleich durch. Du kannst das ja erstmal alles in dieses Hochsilo reinklatschen, oder? Ja, mache ich auch. Also solange, bis das Hochsilo nicht voll ist. Mhm. Ich habe ja ein bisschen wenig Power unter dem Arsch. Was hast du für einen Traktor? Case Puma 106. Was hast du? Den T6. Warte, mach weiter. 106 gegen 106. Am Beta 106. Wäre vielleicht, das wäre noch der TDV angebracht. Einer drescht doch, oder? Ja. Dann müsste ja noch ein Traktor übrig sein. Einer steht hier noch an Feld 11 mit dem Anhänger dran. Feld 11? Ja, ein blauer. Ich weiß nicht, was das für einer ist. Ja, dann kommt auch nicht mehr. Und ich fahre in so einen grünen. Du fährst den großen. Du brauchst aber auch keine Saatmaschine. Ja. Ja, Traktor-Upgrade muss her. Aber gerade. So, du bist bei Feld 11, right? Ja. Gut. Bis dann rechts rum. Feld 11 ist übrigens. Achso, das erntet ihr gerade, ne? Ja. Gehört ja nicht uns, aber na gut, wenn's. Ach, das gehört nicht uns. Abernten. Das stimmt, das gehört nicht uns. Das kann ich gar nicht ansehen. Das kann ich nicht ansehen, nein. Feld 4 war dann noch. Da muss dann Pixel. Feld 4. Also von denen, die uns gehören, sind alle angesehen. Nee, Feld 4, das muss noch abgeerntet werden und dann angesehen. Ja, aber von den anderen. Alle anderen meine ich jetzt. Was soll ich jetzt machen? Mir den Traktor bringen. Okay, wo bist du? Über Feld 11. Ah, da, ich sehe dich, ja. Bring ihn dir. Aber, heute mal was Spezielleres, auch für den lieben Pixel vielleicht. Ja. Und zwar, ich habe mir jetzt mal letzte Woche irgendwann einen neuen Film gegönnt. Der schimpft sich 10 Milliarden. Wie wir uns alle oder wer soll uns ernähren, so deutsch übersetzt, ist ein Dokumentarfilm, ist jetzt erst rausgekommen, lebt ja teilweise in Kinos, bla bla bla. Haben wir gedacht, gut, gönnst du dir mal bei Amazon Insta Prime Gedöns da. Hat mit dem reingezogen, da eine Stunde und 30 oder so. Und da ging es darum, um die Frage von den Filmer im Endeffekt, beziehungsweise von den Autor, der hatte schon andere diverse Filme gemacht, die auch ums Essen handeln, dass bis Ende des Jahrhunderts auf der Welt 10 Milliarden Menschen leben sollen oder leben laut heutigen Schätzungen. Und er hat sich halt die Frage gestellt, wie ernähren wir all diese Menschen? Ja. Und ist dann so um die ganze Welt mal so, ist das Ding an? Ja. Und ist dann halt um die ganze Welt mal so gereist und hat halt mit Leuten halt geredet aus Technik, Wissenschaft, schieß mich tot, großen Agrarbetrieben und so weiter und so fort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe jetzt noch mal näher drauf ein. Wir jetzt hier können wirklich zufrieden sein, dass wir bis zum Ende dieses Jahrhunderts nicht mehr leben, weil es sieht schlecht aus. Ja, das sehe ich genauso, ja. Es sieht sehr richtig düster aus. Also, die haben mit Leuten gequatscht, die halt Gentechnik, also er war halt mit Leuten halt da, die Gentechnik probieren. Und das Interessante war, bei jedem, wo er war, also die einen waren halt für Gentechnik dabei, die einen haben versucht, Fische zu klonen im Endeffekt, das funktioniert auch, genveränderte Lachse und alles. Die sagen, ja, nur mit unserer Methode wird das gestemmbar sein. Dann die großen Agrarbetriebe oder diese, was weiß ich, diese Saatgutbetriebe sagen halt mit unseren genveränderten Was? Möglichkeit, da voranzukommen. Da war er gerade weg. Ja, bei mir war es auch komplett weg. Hört man mich wieder? Ja. Ja.
Okay. Warte mal, wir machen ganz kurz was anderes. Breezy? Ja. Du hast den Server verlassen. Du hast nichts zu tun, oder? Ja, ich wollte gerade Pixel abdanken, aber sonst habe ich nichts zu tun, nein. Wenn du. Dann hast du ein Disconnect. Ja. Kein Problem, ich bin hier wieder. Wenn du Pixel abgetankt hast, fährst du bitte zum Händler. Ja. Versteht was. Alles klar. Was bringst du bitte mit dem Traktor, wo du hast, zu Feld, also da, wo du gerade mit dem Traktor gebaut hast, über Feld 11? Ja. So. Wo warst du hängen geblieben, oder? Hol dir am Hof noch ein Gewicht. Du warst hängen geblieben? Ja. Oder abgehackt? Du bist hängen geblieben, ja. Du auch. Nein, du bist vorhin. Nee, das mit den Lachsen, das mit den Lachsen, das war noch, beziehungsweise, dass die das... Du warst Lachse und danach das. Also, ja. Ja, auf jeden Fall die Lachsa-Klon, die meinten halt, ja, das ist unsere Lösung, die großen Saatgutbetriebe hier, wie Monsanto und ich weiß nicht, so Bayer. Monsanto und Bayer. Und so weiter und so fort, die hatten halt ihre Dinge vorgestellt und sagen, ja, mit unserer Strategie funktioniert das am besten. Dann irgendwie im Indien und sowas, also jeder war halt von sich selber überzeugt mit seiner Methode, funktioniert das sogar. Dann haben sie noch mit irgendeinem in den USA gesprochen, der da diese Agrarbörse halt betreibt, diese größte dort, und der sagt halt, dass die Preise für Agrarprodukte in die Höhe getrieben werden müssen, weil nur wenn das alles teurer wird, wird er reicher und dann würde das auch alles funktionieren, was ja auch wieder im Endeffekt gelogen war, so auf Deutsch übersetzt. Und ja, mit Biobauern haben sie gesprochen, wie die das alles so machen, funktioniert aber auch nicht. Dann waren sie in Afrika und haben sich halt dort mal mit den ländlichen Bauern dort halt, wie die das alles so machen und so weiter und so fort. Da halt über berichtet, dass da auch riesige Konzerne kommen und den halt einfach mal das Land wegnehmen, weil gibt nicht sowas wie Grundbucheintrag, gibt's halt nicht. Komm halt, nimm das und fertig aus. Hatten sie halt einen, der da unten halt so ein Dings gemacht hat, der hat halt Tagelöhner bei sich, da 100 Tagelöhner, die da irgendwelche Sojakacke anbauen. Was aber auch nicht so die Lösung war, aber er war von seiner Idee natürlich auch überzeugt. Weil dann kommen dann halt solche Aussagen, als wir Gott, ja, nur wenn wir Profit machen, kannst du in der Welt auch. So wie es halt auch immer ist. Und naja, auf jeden Fall haben sie sich dann halt weiter oder eher weiter in Afrika umgeguckt. Und das Interessante an der ganzen Geschichte war, dass die dortigen Wirtschaftssysteme, die die Bauern so unter sich haben, viel effektiver sind, wie das, was diese riesige Großkonzerne haben, weil da eine gerechtere Verteilung ist und so weiter und so fort, was ja auch üblich ist, aber im Groben und Ganzen ist der Film mal so mit dem Statement geendet, weil ich kann jetzt nicht die ganzen 2 Stunden da wieder freigeben, das ist der, naja, halt sehr, sehr düster aussieht, weil diese Düngervorräte, also dieser künstliche Dünger und so weiter und so fort, was da an den Minen da abgebaut wird, da ist in 50 Jahren auch finito. Ja. Ja. Und wie gesagt, das Ende vom Lied war, sieht schlecht aus. Ja, und das sehe ich ganz genauso. Aber also ich glaube, dass keiner der Großkonzerne da wirklich ein Patentrezept drauf hat, wie du schon selber sehr schön festgestellt hast, wollen die alle nur Gewinn, Gewinn, Gewinn machen. Und das ist ja auch verständlich, das ist natürlich menschlich, ja. Aber auf der anderen Seite denke ich, wenn wir das Hungerproblem lösen wollen, wird das auf Dauer nur dadurch funktionieren, dass wir weniger Leute werden. Also wenn wir 10 Milliarden erstmal erreicht haben, dann ist für alle zappenduster. Und wir haben ja immer noch die Möglichkeit, wir haben es immer noch in der Hand, das zu ändern. Und das hört sich jetzt extrem an. Und das ist durchaus auch so extrem gemeint. Aber wenn wir nicht es schaffen, eine Politik, also eine Familienpolitik, beziehungsweise die Länder, die es am meisten betrifft, nämlich Indien und China, wenn die es nicht schaffen, eine Bevölkerungspolitik zu fahren, die das auffängt, dann Prost Mahlzeit für alle. Ja. Oder es wird weiter so ungerecht sein, wie es jetzt ist. Und wir, die im Überfluss leben, leben dann auch immer noch im Überfluss. Und die, die jetzt nichts haben, haben dann noch weniger. Dann reguliert sich es auch irgendwann, weil die Leute einfach weghungern. Aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Also ist zumindest meine Idee bei der ganzen Sache. Weiß nicht, wie ihr es seht. Die größte Gefahr, wo sie auch nochmal waren, wo sie halt in Indien waren. Indien ist ja, also Indien wird bis zum Ende des Jahrhunderts die Bevölkerungszahl von China übertreffen. Also Indien soll dann im Endeffekt das größte Land sein mit der Bevölkerungsdichte und
in den Einwohnerzahlen. Und die haben irgendwie gesagt, es war eigentlich so, dass 80% oder 90% der Inder Veganer sind. Ja. Ja. Und alles. Und dass es jetzt aber auch schon seit 25 Jahren auch diesen Trend, dieser Trend dort weggeht und halt dort auch immer mehr Hähnchenfleisch verzehrt wird. Und alles. Und da waren sie halt in so einer Fabrik. Wechselt recht doch weiter. Da waren sie halt auch in einer Fabrik, die halt diese Hühner so hergestellt hatte und so weiter und so fort. Und die meinten halt, ja, vor dieser Leiter. Ach so, ich hab gedacht, du fährst. Ach so. Ja. Ich hab gedacht, du fährst jetzt hier hoch. Hatte ich eigentlich auch vor, aber ich hab's dann sein lassen, weil es noch Platz so, ja? Ja? Leute, jetzt hab ich wieder Schaufelweizen. Nö. Geht rein. Nee, und der Leiter hat also gesagt, naja, vor 25 Jahren wäre es schwierig, überhaupt mal so 20 Hühner zu verkaufen. Jetzt produzieren wir jeden Tag 1 Million Hühner, also Fertighühner zum Abpacken und den ganzen anderen Rotz. Und da haben sie wohl auch gesagt, dass das wohl in der nächsten Zeit, wenn sich da auch in Indien nichts ändert und die Leute in Indien genauso viel Fleisch essen wollen wie wir in Europa oder in Amerika, bräuchte man die Ressourcen von 3 Planeten. Warte mal kurz. Chrissy, fahr mal ein Stück zurück. Ja. Ja, genau. Und das ist ja auch das Problem. Das ist das, warum ich ja auch sage, ich möchte meinen Fleischkonsum, ich persönlich, möchte den auf ein Minimum herunterfahren. Gerät hinten auswählen. B. Und dann gebeamt. Es bringt halt nichts, wenn ein Einzelner das macht, sondern im Grunde müssten das alle machen. Weißt du, was ich meine? Ja, naja, wie gesagt, die Damen hat gesagt, wenn das dort weiter zunimmt und halt wirklich die genauso einen Konsum halt... Das wird als Stroh erkannt, lächerlich. Und die wirklich so das Ganze hochfahren und dadurch, dass es halt bei denen durch die Bevölkerung natürlich um einiges mehr ist, wäre das wohl relativ schlecht. Problem ist halt bloß, man kann ja nicht schlecht als Europäer oder Amerikaner halt sagen, esst mal weniger Fleisch. Nee, deshalb sage ich ja, an die eigene Nase greifen. Das ist so ein Ding, naja, aber wie gesagt, im Groben und Ganzen. Na gut, aber es ist natürlich, man muss, darf nicht vergessen, weil ihr sagt, als Europäer sagen, als Deutsche sagen, esst weniger Fleisch. Ja, so wurde es in dem Film gesagt, wir können das nicht so sagen. Als Deutsche? Nee, können wir. Den Indern das sagen. Ja, können wir. Wieso können wir das? Weil wir 80 Millionen sind, die Inder 1 Milliarde. Ja, das stimmt natürlich, da hast du recht. Esst weniger Fleisch oder werdet weniger? Ja, hast recht. Ja. Also sie sollten die Inder... In China war es ja so, da gab es ja diese Geburtenkontrolle, also man durfte ja nur ein Kind, man durfte nur ein Kind haben. Wenn mich nicht alles täuscht, wurde das sogar wieder aufgehoben. Ja, jetzt sind es 2. Ah, okay. Und auch das sollte in Indien mal drüber nachgedacht werden, weil das ist ja nichts gegen die Inder oder sonstiges, aber wenn es natürlich so heftig ist, ne, mit 1 Milliarde, kann nicht gut gehen. Sein Land muss man ja irgendwie in den Griff kriegen oder im Griff halten auch. Und das, denke ich, funktioniert eben nur über dann eine Kontrolle, weil die vermehren sich ja wie die Ratten da unten. Und genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Das geht ja nicht. Also wir haben ja nichts gegen die Leute oder gegen die Länder. Nö, gar nicht. Aber die es ist einfach auch die Mentalität, die da mit reinspielt, ne? Und es ist halt damals oder es ist früher so gewesen, dass die viele im Kindesalter halt weggestorben sind. Deshalb hat man viele Kinder gehabt. Aber auch bei denen ist die medizinische Versorgung in den letzten 30 Jahren, die ist ja 100 Jahre in die Zukunft geschnellt. Ja, ja. Die kriegen ja auch die westlichen Standards irgendwann. Und ne? Das meine ich, das ist ja auch das große Problem. Es wird weiter genau derselbe Nachwuchs produziert, aber es stirbt nicht mehr 2/3 davon, sondern die kommen alle durch. Und deshalb vermehren die sich so stark. Es wird ja generell auf der Welt, werden ja generell, das ist ja auch das, warum die Bevölkerung immer höher wird, weil wir auch immer älter werden. Ne? Ja. Das ist ja das. Also man sagt ja schon, dass die Kinder, die jetzt geboren waren, haben schon eine Lebenserwartung von, die werden wahrscheinlich schon alle 100 Jahre alt. Ja. Und das müssen sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Es kann sogar relativ gut sein, also je nachdem, wie du lebst, dass du schon über 100 wirst. Genau, ja. Also, boah, das wäre so geil, Alter. Ohne Witz. Was ich da noch alles machen kann, ey. Deshalb, also wir reden ja hier, wir haben ja gerade mal, wir gehen mal von der Hälfte, sagen wir mal vielleicht knapp unter der Hälfte von unserem Leben hinter uns. Nach dem, was wir erwarten, weil eben unsere Eltern oder Großeltern ein bestimmtes Alter erreicht haben.
Aber mit dem medizinischen Fortschritt weißt du nicht, was in 10, 15, 20 Jahren noch kommt. Und es ist durchaus möglich, dass wir alle schon 100, 120 Jahre vielleicht alt werden. Weißt du, es ist immer, musst du immer vom jetzigen Standpunkt ausgehen. Ne? Ja. Aber genau, ein anderes Problem bei diesem, ja, und das ist ja auch genau, alle werden älter und demnach sind natürlich zur gleichen Zeit mehr Leute auf dem Planeten. Aber ich glaube, das ist gar nicht so das Problem. Was viel, viel schwerer wiegt, sind die teilweise krassen Christianisierungen, die da auch stattgefunden haben. Ja? Da sind Leute zum Glauben bekehrt worden und der verbietet jetzt plötzlich Kondome und Verhütung. Ja, und das ist ja in Afrika das ganz große Problem gewesen. Könnt ihr euch an die 80er Jahre erinnern? Gut, wahrscheinlich nicht, keiner von euch, merkt's gerade, ist dumme, ich bin der Einzige, der so alt ist. Aber da war das Hauptproblem in Afrika ja auch, dass da plötzlich so viele Leute waren, die nicht ernährt werden konnten. Auch, die haben ja regulär Landwirtschaft betrieben und das hat jahrelang gut funktioniert. Aber dann kamen die Christen und haben denen verboten, ihre alten Naturreligion zu folgen, in der sie teilweise schon Verhütungsmittel durch Kräutermischungen und was weiß ich erfunden hatten. Das war aber alles nicht mehr erlaubt und plötzlich gab es da eine Bevölkerungsexplosion, die sich gewaschen hat. Ja. Ich will ganz ehrlich sagen, neben den Hungerproblemen, ich sag mal so, dieses weltweite Hungerproblem in schon gesagt wird, in der dritten Welt, obwohl es ist ja keine dritte Welt, es gibt nur eine Welt, aber in diesen Riesenregionen wie Afrika, Indien und Co. Es ist sowieso fraglich, ob man das überhaupt irgendwann mal in den Griff kriegt. Dieses Welthungerproblem. Das ist ja, ich zweifle daran, weil das ist, guck mal, welche Länder profitieren denn von den Situationen? In Afrika beispielsweise. Industrieländer. Ja, genau, wir. So, weil es ist ja im Endeffekt Fakt, weil wenn es denen da unten scheiße geht, geht es uns irgendwo gut, weil die Afrika hat ja Mineralien, Hedgebein hat auch Mineralien, haben die auch. Aber Erz ist anders gleich, ist ja in jedem Smartphone heutzutage drin. Und deswegen zweifle ich auch stark dran, dass zum Beispiel Afrika. Wir sind durch, dass Afrika zum Beispiel so ein Industrieland mal werden könnte wie wir oder wie der Amis halt. Aber wir sind durch, Freestyle macht den. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei, stehen unten in der Videobeschreibung und kommentiert ruhig. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.